Hallo, da sind wir mittendrin woanders jetzt eigentlich. Ja, eigentlich wach geworden und ja, was sehen wir denn hier? Stellt euch mal vor, in der Reihe nach. Du ganz links. Du bist fürs Rauschen verantwortlich. Sag mal, wer du bist. Ich bin Mrs. Ja, man hört ein bisschen leiser, aber genau, das war einer meiner ersten Abonnenten. Dann kennen wir den ja auch schon. Wer fleißig zuschaut, wer bist du? Ich? Ich bin Frank. Okay. Und wer bist du? Ich bin gar nicht hier. Okay, er ist gar nicht hier. Hey. So, ich würde sagen, wir müssen uns als erstes wirklich mal ein Haus bauen. Wer noch Holz? Soßenbinder, du hast doch Holz dabei, wa? Hast es doch noch aufgesammelt. Ja, ich habe auch 32 Holz. 32 Holz. Na, lasst mal ein bisschen, wir müssen eine kleine Hütte sammeln, erst bauen fürs Erste. Denn es wird relativ schnell wieder Nacht. Wer klaut mir die ganze Zeit hier mein Jetzt mal einen Holz? Baum hier hin. Ja. Denn, ja. Wir brauchen ein bisschen. Wir haben uns schon mal eine Nacht hier durchgeschlagen und mussten feststellen, dass wir zu nichts fähig sind dann. Ja. Genau, und deswegen werden wir jetzt aktive Waldrodung durchführen und erstmal hier alles, was wir sehen, Grund und Boden gleich machen, damit wir ein schönes Häuschen bauen. Wie gesagt, ich würde mal so sagen, wir machen es einfach mal freischnauze, dieses Haus. Jeder baut einfach mal ein Eck von diesem Gebäude und mal sehen, wie es dann zum Schluss Oh aussieht. je. Ja, Oh, das kann nichts werden. es soll, ist ja bloß die erste Nacht. Es soll ja nicht unbedingt optisch einen Preis gewinnen. Es soll einfach nur ja, eine Unterkunft für die Nacht sein. Und Abe, du hast genug Wolle für Betten da. Ja. Stimmt es? Ja, genau. Soßenbinder spielt Ich gleich bei gleich dem noch genug. Förster. Was machst Hey, du mein eigentlich Hut da? schüttelt sich mal wieder. Cool. Du machst wieder hier Muss noch. extrem viele neue Setzlinge, kann sein. Okay, 32 Holz ist jetzt gewesen. Jetzt habe ich ganz viel Holz. Okay, wer will, kann schon mal anfangen zu bauen. Ich gucke dann eh dann. Wir brauchen auch ein bisschen Holzkohle. Und derjenige, der auf deine Tastatur raufhämmert. Erkennst du das Video? Kennst du dieses Video, wo der kleine Junge sich total ausrastet, weil er hier Graffiti spielen kann? Also, auch so eine Tastatur hat eine Seele und will nicht unbedingt immer geschlagen Nein, werden. das war meine Maus. Das musste jetzt sein. Ich musste Holz verarbeiten. Ich glaube, ach so, verstehe. Die linke Maustaste funktioniert nicht, da musst du mit der gesamten Maus einfach raufklettern. Verstehe. Nie, nicht ganz. Ich hatte einfach nur Bock, Nee. sie zu schlagen. Na, verdammt, blöder Hund, geh weg. Ach so, deswegen verstehe ich auch, weshalb du keine Haustiere hast. Sonst kann es einfach mal sein, hey, ich hab Bock zu schlagen. Doch, Okay. ich habe Haustiere. Ach, du hast Haustiere. Meinst, ich meine jetzt nicht diesen kleinen digitalen Hund, der neben dir läuft. Nein, ich meine auch kein Tamagotchi. Nein, echte Tiere. Aber die schlage ich nicht. Nein. Das ist loblich. Dafür, ja, dafür habe ich Füße. Denk dran, wir müssen es groß genug. Nein. Denk dran, wir müssen das Haus groß genug bauen, damit wir alle fünf zusammen hier Betten haben. Vier. Den Hund da weg, der stört beim Bauen. Abe ist eh gerade Mein konzentriert dabei, Hund. irgendwie nur die Kiste anzuschauen. Ich mache Betten. Ich mache mich nützlich. Während andere ja nur irgendwie Holz in der Gegend stapeln, mache ich Betten. Naja, also. Ja. Mach's ein bisschen größer. Ihr geistert hinten irgendwie rum. Sieht total geil aus, wenn man hier im Crafting-Menü ist. Boah, ey, dieses Inventar ist viel zu klein. Jetzt habe ich aus Versehen Druckplatten gebaut. Schön. Brauche ich mal Druckplatten? Du weißt, du Toll. kannst ja den ganzen Boden aus Druckplatten machen, hat ein schönes Geräusch, wenn man da anschließend darüber läuft. Ja, ich hab Bett. So, ich habe vier Betten. Das reicht doch erstmal. Für mehr Genau. Sorgen. Ja. Kannst ja schon mal über irgendwo hin platzieren. Wir sind ja nicht diejenigen, die sagen, optisch muss es einwandfrei aussehen. Ey, sorry. Ah. Immer ich. Ja, natürlich, immer du. Hat jemand genug Hey. Sand? Hier ist irgendwie für Glas eigentlich, für Ich habe sieben Sand, ne? Also die sieben. Fenster sind ein bisschen groß, wa? Ja, deswegen. Sieht aus wie ein Bunker. Wir machen erstmal von der Größe her. Eine Tür bräuchten wir auch, ist auch ganz praktisch. Ja, ich mach mal eine. Ich habe ja genug Holz. Wenn ihr mich nur genug anbetet, mache ich euch sogar eine Tür. Was? Was für Anbetung? Der Albanismus ist nicht mehr als gültige Religion verzeichnet, insofern. Ach Mann, ein Versuch war es aber wert. So, Türen. Zwei Türen Ich habe glaube, ich. Wo ich sollen sie sollte mir mal hin? einen Spaten machen, weil so ein Schwachsinn, was ich gerade fabriziere, ist ein Spaten sehr wichtig. So.
Nur habe ich keinen Stein. Oh, Scholzspaten. Man sollte sich merken, Schwachsinn muss unbedingt mit einem Spaten fabriziert werden. Ja, du weißt doch. Erde, Sand und Schwachsinn wird zusammen mit einem Spaten weggemacht. Ah. Ja, ich bin neu in Minecraft. Bin erst seit ein paar Monaten dabei. Achso. Ein paar Monate. Geschlagen. Du hast bestimmt wieder mit Gronkh angefangen. Auch so einer, der Gronkh nachmacht. Weißt du, wie, wo? Hast du noch nie so einen Kommentar bekommen? Ah, du machst Gronkh nach. Au, wer tut mir denn weh? Boah. Er hat dir gerade wehgetan. Ey! Oh mein, glaub ich, mein Hund. Boah, wie geil, der Hund hat. Sitz. Mein Hund ist gewesen? Oder Hund. Sitz. Nein, sitz, du dummes Tier. Ich war gerade. Im Trockenen, ne? Na toll, ich fahr gerade durch die Welt. So, jetzt muss ich nur wissen, wie ich am besten zu euch komme. Sorry, das war nicht geplant, aber das Viech ist einfach durchgedreht. So, ich versuch's einfach nochmal mit Spawn. Ich weiß nicht. Kennt ihr Gremlins? Wer von euch kennt Gremlins? Ja, die man nicht über Mitternacht zu essen nehmen soll. Wenn die nass werden, dann flippen die aus. Mein Hund ist auch ein Gremlin. Die geht auch bei, wenn du nass, ne? Spawn okay. So. Nein, das. Ja, toll, soll ich jetzt in der Nacht zu euch latschen? Vor allem, wo hier das ganze Welt. Mit Slash bei 7, doch bei der 7 oben. Versuch mit dem Slash mal. Ich glaube, damit musst du das machen. Ja, aber mit Spawn kommt man nur zu einem Punkt, das bringt nichts. Okay. Also. Gut, dann werde ich mal laufen. Ich kann mal zurücklaufen, ich leg mir dann immer. Könntest du mal ein Dach anfertigen? Oh. Ja, mach mal, ich helf dir. Du brauchst nicht zurücklaufen, bleib mal da, ich werde einfach mal zu euch kommen, es wird ja keinen Bruch. Macht mal irgendwie Fackeln, macht mal irgendwie Licht oder so, dass ich was sehen kann, okay. Ja, irgendwie. Ja, ihr weißt ja, Holzkohle geht ja auch, ist ja auch möglich. Ja, jetzt habe ich kein Holz. Wie? Was ist hier los? Licht? Brauchen wir echt Licht? Was ist Licht? Kann man das in Glasflaschen packen? Schön wär's. Nennt man auch Lampe heutzutage, wenn man so ein Glasflaschen packt. Die neuartige Lampe leuchtet auch. Ja, bei Zelda geht das. Da kannst du blaues Feuer in Flaschen packen. Ist doch geil. Nein. Jetzt muss ich nur euch finden. Ich bin weder bei hellem noch bei dunklem mit Regen. Kann ich nichts. Oh, ey. Da hör doch mal auf die Blöcke da. Das ist ein Parallaxenfehler, Mann. Ein Fehler in der Matrix hier. Ja, und das auch. So. Oh, okay, ich dachte jetzt gerade, sehe ich, was hättest dabei waren, dieses hätte bloß 4 Creeper gewesen. Gut. Also dunkel und feucht hätten wir es ja schon mal hier. Jetzt wollen wir noch nicht. Oh. So, okay, ich gehe mal. Habt ihr schon irgendwo eine Fackel gebaut? Kann ich mir jeden Fackeln bauen? Geht das? Ja, Spinne. Auf der Werkbank. Spinne. Ja, mein Hund, Hund hilft uns. Töte sie. Siehst du, braves Hündchen. Kann auch ich noch mein Ohr hier irgendwas zusammenbauen? So, Boah. Okay. Ah, hier unten sehe ich jemanden. Ach nee, das ist ein Zombie. Das ist ein Zombie auch so. Sieht doch nicht aus. Der sah es ein bisschen aus wie von der Ferne wie Mr. Soßenbinder, aber war doch nur ein Zombie. Sehr schön. Sorry. Ja. Regen und Dunkelheit ist eine ideale Kombination. Ja, natürlich. Oh nein, das sind Spinnen. Lauf ich doch. Oh. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Oh. Ich finde niemanden. Ich bleib im Haus, so. Ich versuche halt auch. Oh, Spinne! Frank, Spinne! Nein, noch keine Spinne. Lass mich in Ruhe. Soll ich das noch mal groß aufmachen? Oh, ich habe Kohle gefunden. Ah. Drück Kohle, mal eine, Kohle, was ist Kohle? Drück mal eine F3 und gib mir mal die Koordinaten. 124, X 70 bei Y. Also 100, X ist 124. What the? Was ist das denn? Und ja, Z noch nicht gesehen. Minus 165. Oh, ich brauche. Dann gib mir die Kohle doch mal, Frank. Ja, nee, da ist eine Spinne über meinem Loch. Oh, ich hab's doch eben gesagt. Hör mir doch zu. Ja, dann mach sie doch weg. Du hast einen Hund. Frank und Abe, seid mal ganz kurz ruhig. So, ich muss nochmal sagen. Z ist wie, Z war? Minus 165. Okay, dann bin ich ganz falsch gelaufen. Nein. Ich weiß den Weg nicht so ungefähr. Obwohl, ich sehe hier jemanden. Ich sehe euch, du. Nee, ach nee, ich habe gerade F3 gedrückt und da unten sind ein paar Monster. Deswegen. Das müssen wir wissen.
Oh Gott, wo ist denn? Minus 165 hast du gesagt. Und Y war? 129. Oh Gott, wie bin ich denn falsch gelaufen? Ich komme hier. Ey, das ist eine blöde Kombination und verdammt. Ja, wenn es wieder taglich wäre, ich würde es kommen. Ich glaube, ich weiß noch so ungefähr. Nein, ich bin bloß gerade wieder in ein paar 5 Creeper oder so gelandet. So, ich bin nochmal respawned. So, wo bin ich denn Holz, jetzt gerade? Oder? So, 100, 165 minus war das doch, wa? Ja, das war im Gegenüber von dem Hühnerstall. Ja, ich lauf gerade. Sag nochmal minus 100, sag nochmal die Z-Koordinate. Minus 165. Okay, da bin ich gleich und dann muss ich noch die Y-Koordinate bekommen. Ah ne, Y ist ja die Höhe. Die X-Koordinate. Ach, Skelett, geh weg. 165, okay, sag mir nochmal die Y. 125. X ist 125, okay, da laufe ich gerade richtig. Müsst ihr euch bald sehen, wenn nicht mir die ganze Zeit hier so ein Berg entgegenkommt. Woher kommen eigentlich diese laufenden Berge? Ja, die wachsen zusammen mit laufenden Bäumen und stehenden Monstern auf. Also ich habe jetzt 40 Fackeln, wenn ich aus dem Loch hier rauskäme, dann... Kommst du aber nicht, weil da Spinne oben drauf ist. Ja, ich weiß. Oh, die Weißen gefunden. Was für ein scheiß Camper. Ich nehme mal das Eisen hier mit. Ist das ein riesiger Loch. Da will ich nicht hoch. Krass, einmal so in Boden gebaut, direkt Eisen gefunden. Also nochmal, ich weiß, 165 war minus gewesen. Trinkt einer gerade Schaden von irgendwas? Ja, ich hab mich kurz getötet. Ist jetzt hier frei. Ist sie weg? Ah, Ich bin so vergesslich. Sag mir mal bitte nochmal die X-Koordinate. Ja, Zombie. Was? 105? 120. Okay. 175, okay, ich komm schnell. 175. 20. 125. Okay, ja, jetzt. Okay. Ah, ich sehe euch. Sehr schön. Hey. Ja, Mann, das hat ja auch nur gut 5 Minuten oder 6 Minuten gedauert, dass ich bis euch da bin. So, hat irgendjemand meinen Kram aufgesammelt? Ja, ich hab dein Lehm. So, wo ist mein restlicher Lehm? Wo bist du jetzt? Ich bin gerade bei der Truhe. Da ist 64 Leben von mir drin gewesen. Wo ist mein bei welcher Truhe? Sieht man mich nicht? Ich sehe dich nicht, wenn du bei der großen Truhe bist. Ich sehe dich auch nicht. Okay, ich bin direkt vor meinen Augen. Dann werde ich mal kurz disconnecten und wieder reinkommen. Sorry für alle. Das muss nochmal dahin laufen, ne? Nee, ich bin einfach... bin jetzt hier. Jetzt bin ich bei euch. Achso, okay. Aha, ja. Dann gib mir mal kurz Leben. Ja. Oh, ich habe sogar noch mehr Leben als nur die 64. Ich hab mehrere 64. Ich hab mehrere Leben. Was hab ich denn aufgesammelt? Frank, du sag. Was denn? Mein. Ist denn jetzt? So, okay, damit haben wir auf jeden Fall ein sicheres Haus, wenn wir nicht gleich wieder sterben. Und, Ich tue in die große Truhe, tue ich mal das Eisen rein. Genau. Noch ein bisschen Kohle. Wo wart ihr denn drin gewesen, wo ihr gerade Eisen und Kohle bekommen habt? Ja, mach mal jeden. Ich war in irgendeinem Loch, ich hab mich einfach mal runtergebaut. Mhm. So. Du hast was gesagt, Soßenbinde? Ja, macht man noch alle Schrägstrich Set Home. Dann kann man sich immer zurück teleportieren mit Schrägstrich Home. Okay, dann mach ich mal. Moment. Schrägstrich Set Home. Set. Unknown Comment. Oh, schlecht. Ohne Punkt. Was ist ein? Ach, in einem Wort. Ach so, als ein Wort, okay. Ja. Jo, ich hab's. Jo, jetzt mit Schrägstrich Home. Okay. Your home has been set. Yeah. Jetzt machen wir noch 4 Betten und dann werden wir mal ein bisschen schlafen. Ja, Wer macht eigentlich diese Bäume in dem Haus? Nur einer. Okay, hat Fifi wenigstens eine Pinkelstelle. So. Okay, wo kommen noch die anderen? Dann sucht euch mal ein schönes Schläfchen aus. Ich lege mich direkt hier in die Mitte. So. Ich nehme hier das hier. Okay. Na natürlich, du musst direkt neben mir pennen, ne? Traust mir nicht. Okay. Seid ihr jetzt alle im Bett? Ja. Ja, ich bin drin. Ah, jetzt scheint zu wirken. Okay, ach so, verdammt. Du darfst die Betten, ich wurde gerade angegriffen von der Spinne. Du darfst die Betten nicht direkt an das Holz, sondern eins daneben müsste machen. Okay. Oh, Spinne. Drecksviech, verpiss dich. Oh, weg damit. Nein, mein Hund. Nein. Wo ist denn euer Eingang? Wo ist denn bitte eure Tür hier? Illegal Stance, was geht jetzt ab? Hier.
Ich bin rausgeflogen, was soll das ja, denn? Ja, musst du mal kurz reinkommen. Ich wollte noch nur die Spinne da. Jetzt sitze ich auf dem Dach, schön, ich sitze auf dem Dach. Ist ja immer besser. Also, wir müssen die Betten eins von der Wand wegmachen. Sonst bekommen wir die ganze Zeit, Viecher entgegen. Ah, okay, gut zu wissen. Aha. Das hätten wir vielleicht auf unserem Server wissen müssen. Ja. Weil uns das andere auch passiert ist. Ja, machen wir hier so wie so eine kleine Mietskaserne. Schön hintereinander. ich weiß nicht, ob wir noch Glas brauchen, falls wir wirklich hier rein theoretisch später. Hat denn einer Stein? Ja, ich komme mit Sand zu. Wird es nicht gerade schon hell? Ja, ne? Ja, es wird gerade hell, deswegen braucht ihr nicht schlafen. Wollte ich nur sagen. Ach so. Okay, Hilfe! Lasst uns ihn retten! Ah, da oben kommt doch ein Zombie. Fast. Ich verkrümmel mich ins Haus und roll meinen Hund. So, Märchenchen. Komm. Kommst du wohl? Ja, nein, der Zombie ist auch nur auf mich fixiert, ne? Ja, das ist klar. Ja, natürlich. Frisches Fleisch. So. Okay. Ich werde mit Soßenbinder mal Lehm suchen und. Lehm, sage ich schon. Lehm eigentlich auch ganz cool. Aber wir suchen Sand und ihr beide könnt ja ein bisschen weiter in der Mine scheffeln. Wir treffen uns einfach wieder im Haus. Und, ja, ich würde mal sagen, das ist die Teil der ersten Folge ist zu Ende und dann sehen wir uns bis gleich für den Zuschauer natürlich. Ciao. Ey, jetzt müsst ihr noch Ciao sagen. Ich war dann vorbei hier. Ich war gerade am Kröften. Ja, dann bis zum nächsten Part, ne? Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.